Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und eigentlich sollte beim Starten von Clash of Clans schon das Winterbild, was ihr so im Hintergrund bei mir seht, geladen haben. Das hat auf jeden Fall schon mal ein paar Mal geladen, aber im Moment ist es irgendwie im Cache verschwunden. Und deswegen lädt noch der, also zumindest bei mir auf dem iPad lädt noch und auch auf meinen iPhones lädt noch jetzt wieder der vorherige Ladestream. Vielleicht war da irgendwas mit nicht ganz kuscher, aber es ist in jedem Fall was ganz kuscher, denn hier bei Clash of Clans ist schon, ja, wie soll man sagen, da ist schon Weihnachten, ne? Clashmas, wie jedes Jahr und dieses Jahr aber mit ein paar, gar nicht mal so schlechten Neuigkeiten. Das, was ihr sicherlich bei den, oder in dieser Woche verfolgen konntet, war, dass die Kosten für etliche Sachen, für Laborsachen, für Bausachen enormst reduziert wurden. Also was heißt enormst? Sie wurden reduziert. Punkt. Und dass es natürlich ein paar Neuerungen gibt. Es gibt eine neue Supertruppe, diesen starken Drachen. Ich muss gleich mal gucken, wie der heißt. Feuerdrache, glaube ich. Und es gibt natürlich wieder etwas mehr zu bauen. Das sehe ich natürlich auch bei mir hier oben. Es gibt 7 neue, nicht neue, sondern neue Level für die Elixier-Sammler und auch für die Goldminen. Die kosten jetzt auch schon über 1 Million, also das ist schon reduzierter Passpreis hier. Und es gibt die Werkstatt neu, also im Workshop, denn es gibt auch eine neue Belagerungsmaschine. Das ist der Flammenschleuderer. Ich muss mal gerade gucken, nicht hier, sondern da ist meine Werkstatt, der Flammenschleuderer. Und der verschießt so kleine Flammenlava, Maiz, so will ich das mal sagen. Das, was mir jetzt noch nicht ganz so bewusst war, deswegen werde ich ihn gleich mal bauen, ob das nach wie vor eine Clanburg ist, wo die Clanburg-Truppen rauskommen. Aber kann ja eigentlich nur so sein, denn das Ding hier hält an und verwirft seine Lava-Mites hier und fährt eigentlich, ich weiß gar nicht, ob der irgendwo durchfährt, das werden wir gleich mal testen. Und auch die Supertruppe, die werde ich allerdings nicht hier antesten in der Liga, sondern die kann man ja hier einfach so mal tryen, den Superdrachen, so heißt er, Superdrachen, nicht Feuerdrachen, den kann man einfach mal tryen, denn der ist wirklich stark. Muss ich mal so sagen. Ich hab ihn eben schon mal angespielt. Also, ich glaube, ich habe noch nie ein Dorf so schnell hier gelegt. Beziehungsweise so easy gelegt, glaube ich. So muss ich es mal sagen. Und jetzt muss ich aber mal schauen, wie ich das eigentlich eben gemacht hatte. Ich hab eben noch die eine Luftabwehr gefriest, ja. Ich muss gleich wahrscheinlich nochmal so ein bisschen übers... Eben sind die so ein bisschen anders geflogen, ja. Dem einen gebe ich jetzt mal ein bisschen Power hier, weil die machen echt heftig Schaden. 40 Platz verbrauchen sie in der Clanburg und sind verfügbar ab Clan, nicht ab Clan-Level, sondern ab Rathaus-Level 12. Ich habe jetzt eben nochmal nachgeschaut. Ab Rathaus Level 12 könnt ihr also die Drachen, also die Superdrachen hier bauen. Denn man braucht den Drachen auf Level 7 Minimum, damit man die machen kann. Aber echt easy peasy, oder? Also einfacher geht es fast nicht. Und bin mal gespannt auf die ersten Clankriegsangriffe. Aber die halte ich für euch sicherlich dann live am Wochenende fest. Ab 13. glaube ich, geht es ja los beim Noobs. 13. bis 19. Und dort bin ich auch mal wieder als Streamer tätig, möchte aber auch ganz gerne hier so ein bisschen am Ball bleiben und ich bin auch am Ball geblieben. Erstmal nehmen wir uns, können wir uns das eigentlich nur leisten? Ja, so ein Gebäude haben wir, können wir uns gerade noch so leisten, okay. Aber die nächsten Medaillen sind auf dem Weg, Leute, denn sensationelle Liga-Woche bei uns hier bei den Herausforderern mit einem Rathaus 12 unten. Wir werden nicht absteigen. Sondern wir steigen auf, kommt zu glauben. Wir steigen dieses Mal auf in die Meisterliga 2 und haben allerdings einen Sieg auch echt verdaddelt, nämlich den von gestern. Da haben wir wirklich mal noch schlimmer abgelost als den Tag vorher gegen den NTB-Clan. Den haben wir aber gerade noch so gewonnen gehabt. Und schönes Ding hier, also jetzt mit einem 12er unten und 13ern. Ich weiß nicht, was in dieser Liga jetzt los war, in dieser Liga-Woche. Ob das
Also der Mix passte eigentlich ganz gut. Die Gegner waren ein bisschen stärker, was die Reithäuser angeht, aber nicht, was die Angriffe so angeht. Und von daher freut mich das natürlich, dass wir hier so gut spielen im Moment. Und ja, Elixierlager gehen hoch, die dunklen Bohrer gehen auch hoch. Okay, die interessieren mich jetzt persönlich nicht mehr ganz so stark. Denn ich brauche jetzt, glaube ich, nur noch zwei Level hier am Pad. Ne, vier Level ist aber auch nicht mehr, ist auch nicht mehr so viel, dass ich die jetzt als erstes machen müsste. Und gibt natürlich auch ein paar neue schöne Events, gar keine Frage. Der Eismagier ist zurück. Der gefürchtete 21 Tage könnt ihr ihn spielen. Für 800 EP und einen Zaubertrank oder ein Zauberbuch. Der Santa Surprise ist wieder da. Okay, den habe ich, glaube ich, noch nie gebaut. In keinem Jahr. Das heißt, das stimmt nicht. Letztes Jahr habe ich da sogar ein Video darüber gemacht, wie man Freunde und Feinde beschenken kann. Und Clash of Clans.de hat das damals sogar auf Twitter gebracht, dass der Tote euch zeigt, wie man Geschenke los wird. 4 Tage lang, 4-Sterne-Bonus. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr nice. Es ist Clashmas-Time, also es gibt wieder exklusive Events, Obstacles, also Hindernisse und natürlich Angebote. Es gibt den Drachen-Event, also ganz schön viel im Moment, muss ich sagen. Und 3 Tage die Clashmania, also die 99% Reduzierung auf Truppen und Zauber. Das ist ja nochmal verlängert worden, habe ich zumindest so im Discord gelesen. Und was ich natürlich auch nicht verpasst habe, ist die Clash of Clans WM. Habe ich mir angetan. Morgens um 6 ging das ja los oder kurz nach 6. Ich habe tatsächlich viel gesehen, tolle Kämpfe, tolle, wirklich, wirklich tolle Kämpfe dabei, muss ich echt mal so sagen. Am Ende hat es dann für Tribe Gaming und für Alternate nicht ganz gereicht, obwohl sie vorher mit mehreren Perfect Wars weitergekommen sind. Also wirklich Sahneangriffe auch teilweise dabei. Tut mir das ein bisschen leid, muss ich sagen, aber Glückwunsch an JX Tiger, so heißen sie, glaube ich, die sich, glaube ich, gegen die Queen Walkers dann ja durchgesetzt haben und also neuer Clash of Clans Weltmeister sind und es wird sicherlich auch Bases und auch irgendwie wieder Angriffsgeschichten geben, wenn ich mich da recht erinnere. Wir haben 4 Bauarbeiter frei, Leute. 4 Bauarbeiter. Was macht ihr? Goldsammler oder erste Elixiersammler? Das Elixier brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr, habe ich gedacht. Stimmt aber gar nicht. Ich brauche das Elixier noch. Und zwar, um die Werkstatt groß zu machen und auch die Werkstatt zu leveln. Und da war sie wieder, die obligatorische Telefonunterbrechung. Aber ist nicht so schlimm. Ich mache auf jeden Fall da weiter, wo ich aufgehört habe, nämlich beim Werkstattleveln. Und zwar, ne, holen wir jetzt erstmal die Werkstatt auf den nächsten Level, also wir brauchen sie auf Level 6, damit wir auch die neue Belagerungsmaschine machen können. Und dann wollen wir die natürlich auch mal bauen, auch wenn sie jetzt erst auf 1 ist, ist nicht so schlimm. Und aber im Moment ist sie ja auch sehr günstig, muss man ganz klar dazu sagen. Und könnte aber mein Clankriegsangriff machen, allerdings würde ich ganz gerne erst 3 Bauarbeiter wegschicken. Ich brauche viel Elex, also brauche ich eigentlich wirklich viel Elex? Ja, ich brauche eigentlich viel Elex, dann bauen wir die Elixiersammler mal aus. 1, 2 würde ich sagen. Und dann nehmen wir noch einen dritten dazu. Und die können erstmal ganz easy peasy laufen. Ich glaube, ich habe keine. Ich habe keine. Ah doch, ich hab sogar 5 Bauarbeitertränke. Ich glaube, die hauen wir dafür rein. Würde ich mal sagen. Dann sind die ein bisschen. Dann haben wir die auch mal wieder geused, ne? Dann haben wir die mal wieder geused. Dann ist das ein bisschen fixer fertig. Und die kriegen wir in jedem Fall immer wieder nach. Wir kriegen auch einen Boost-Trank, dann boosten wir auch gleich die Werkstatt und machen wir einen Live-Angriff. Mache ich mit euch einen Live-Angriff? Ich muss mal gerade gucken. 7 auf 7. Mal sehen, wie es so steht. Ich hab in dieser Woche tatsächlich mit 2 Armeen angegriffen und habe auch mit beiden Armeen Erfolg gehabt. Tatsächlich Erfolg gehabt. Und oh, die ist natürlich heavy. Okay, das habe ich jetzt nicht so erwartet. Aber mal sehen. Ob oder top, 1 Stern oder mehr Sterne. Gucken wir mal. Wir gucken mal rein, ob das funktioniert. Ja, wir gehen einfach mal rein. Ich weiß, dafür köpft mich der Clan jetzt, aber die köpfen mich sowieso. Also es ist egal, ob sie mich köpfen oder nicht köpfen. Sie köpfen mich sowieso. Sie köpfen mich sowieso. So, dann nehmen wir mal von hier ganz behende einen Ballon. Nehmen wir nicht von hier
ein bisschen Balance, nehme hier die Heiler mit rein. Mal sehen, ob es funktioniert. Wunderbar gefressen, so sollte das sein. Und Hauptsache, dass der... Oh, das mein... Oh, jetzt überlebt meine Queen nicht mal. Ah, sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich, aber mal sehen, ob meine Mauerbrecher hier noch reinbrechen könnten. Ja, das passt. Okay. Weiter auch nicht. Oh, die Queen darf eigentlich jetzt nicht weitergehen, aber das wird sie wahrscheinlich jetzt machen, ne? Denke ich mal. Okay. Wir müssen das Rathaus bekommen. So muss man es ja sagen. Wir müssen das Rathaus bekommen und schicken hier den King. So, die Queen geht aber rum. Ah, die kommt aber nicht an den Adler ran, ne? Die Queen kommt aber, glaube ich, nicht an den Adler ran. Nee, das passt noch nicht ganz. Okay, dann müssen es gleich die anderen Truppen. Die Queen geht jetzt auf die Mitte. Dann schicke ich die jetzt mal los hier. Die beiden dahinterher. Und den royalen Champion damit drauf. Perfekt. So. Oh, ich habe ja meine Queen verloren, sehe ich jetzt gerade. Okay. Ich habe meine Queen verloren. Ich weiß gar nicht, was da in der Clanburg jetzt drin war. Keine Ahnung, Leute. Aber mal sehen, ob wir hier nicht jetzt durchkommen. Das sieht noch ganz gut aus. Müssen aber hier wohl nochmal friesen, denke ich mal. Jawohl, 2 Sterne haben wir. Perfekt. Boah, das ist nicht schlecht. Das passt für mich. Ich meine, ich habe in diesem Jahr auch schon gedreiert. Ich habe auch schon 3 Sterne gemacht, Leute. Und zwar gar nicht mal so schlecht. So, wir nehmen den King hier unten noch mit und das dicke Lager. Das bringt noch mal ein paar Prozent. Nur über 2 Sterne. Da kann ich ganz gut mit leben. Und habe aber auch schon gedreisternert in dieser Woche. Und zwar gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also funktioniert. Und zwar mit Bogenschützen auch. Und auch mit dieser eigentlich vermeintlichen Luftgruppe. Aber 63% ist für mich in Ordnung. Damit ist jetzt auch eigentlich für mich erstmal die Liga oben hier. Das war der 7. Spieltag. Also wie gesagt, wir steigen in jedem Fall auch auf. Auch wenn wir dieses Spiel hier noch verlieren sollten, sind wir, denke ich mal, nicht mehr von den Sternen her einzuholen. Und GG und Glückwunsch in jedem Fall an die Truppe. Da seht ihr, habe ich noch die Bogenschützen. Und dann trainieren wir nochmal nach. Dann würde ich sagen, wir werfen hier mal einen Boost rein. Dann haben wir gleich noch eine 2. Armee am Start. Und fordern auch nochmal Clanburg-Truppen an, würde ich sagen. Ein Request hier. Oh, der Seelenarzt fordert dort auch schon die neue Truppe an. Aber ja, ich habe sie halt noch nicht. Mal sehen, ob ich sie mit 13, mit dem Rathaus 13er mache oder hier mit diesem Account. Aber im Moment sehe ich da keinen Nutzen. Ich habe auch nicht ganz so viel Dunkles. Und bin da ja eher so ein bisschen, das wisst ihr, ich bin ja eher so ein bisschen der Geizhals, was solche Sachen angeht. Aber ich mache jetzt einen kurzen Cut und dann machen wir gleich noch einen Angriff und gucken uns das neue Maschinchen mal an. Wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall bin ich jetzt echt mal gespannt, obwohl die ist auch erst auf 1, ne? Die ist erst auf 1, aber naja, macht nichts. Wir gehen hier mal trotzdem vor, den muss ich mal eben umstellen, den Herrn Warden. Und ja, mit der Truppe war ich jetzt eigentlich immer, was heißt relativ erfolgreich, es geht so. Aber ich habe sie mal genutzt und sie sind ganz gut zu gebrauchen, die Bogenschützinnen. Wir legen jetzt aber mal eben Wert auf die Karre. Nehmen wir mal eine Bogenschützin dahinter. Boah, ist sie langsam. Puh, go. Der ist aber sehr behende, ne? Okay, der ist sehr behende. Aber immerhin, ohne dass sie Beschuss bekommt, hier so ein Magierturm wegmachen, ist natürlich auch nicht so schlecht. So, wir müssen eben mal den Warden so ein bisschen in Wallung bringen dort. Und, war der Sprungzauber jetzt echt so schlecht? Ah, der macht ja die Mauern mit auf. Da hätte ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. Der macht die Mauern und mein Sprung ist echt so schlecht, okay. Mein Sprung ist wirklich scheinbar so schlecht. Naja, okay. Was sollen wir machen, Leute? Ist nicht so schlimm. Müssen wir durch. Da müssen wir jetzt durch und das Ding lebt immer noch da, okay. Ich will mal ein bisschen näher rangehen. Das Ding lebt immer noch, das Ding vor allen Dingen zu sagen, ne? Vor allen Dingen das Ding zu sagen. Aber das Ding lebt immer noch. Okay. Der hat echt lange überlebt, ne?
Gar nicht mal so schlecht. So, wo können wir denn hier noch ein bisschen giften? Am Rathaus wohl weniger. So, wo ist unser Roll Champion? Ah, da bei der, Queen, da können wir noch mal eben den Gift nehmen. Schauen wir das Rathaus. Ah, jetzt ist die Karre auch kaputt. Und ist die Klamburg da rausgekommen? Habe ich jetzt gar nicht drauf. Ah, ne, die ist immer noch. Die ist immer noch da. Okay. Das ist nicht der Ernst, oder? Die muss ja irgendwann mal kaputt gehen. Okay, Rathaus haben wir nicht geschafft. Jetzt geht sie kaputt. Okay, jetzt geht sie kaputt. Und jetzt kommen auch die Klamburg-Truppen raus. Okay, dann ist das Thema zumindest mal geklärt. Aber echt lange gehalten. Wirklich lange gehalten. Und schön die Mauer mit aufgemacht. Da habe ich gar nicht mehr an gedacht. Ich hatte mir heute Morgen zwar kurz das Video angeguckt, was über Supercell schon promotet wurde. Aber habe da gar nicht dran gedacht, dass dort auch, ja, macht natürlich die Mauer mit auf. Kann man sich Mauerbrecher sparen. Also mehr Truppenplatz für andere Truppen. Und, boah, zumindest haben wir ihm so ein bisschen Loot geklaut, ne? Wenn auch nicht so ultra viel, aber immerhin. Gefällt mir ganz gut. Den leveln wir auch mal. Der dauert jetzt auf mit teilweise schon erspielten Pass 9 Tage. Den lasse ich auch so laufen. Ich habe im Moment, glaube ich, auch kein Truppenbuch. Und dann leveln wir den ganz, ganz locker, würde ich sagen, nebenher. Jetzt muss ich aber eben mal gucken. Jo, passt so. Perfekt, kann ich auch nochmal trainen. Denn ich habe sie immer noch dabei, die Bogenschützen. Und ja, läuft mal wieder was im Labor. Sehr schick, mit Elex. Okay, also 9 Tage nehmen wir hin. Und, oh doch, ich habe doch ein Truppenbuch. Okay, ja, ich könnte es jetzt schon fast fertig machen. Aber müssen wir erstmal anspielen und ich denke mal auch ein bisschen reinkommen an das Ganze. Können den Rest erstmal hier in Mauern investieren, würde ich sagen. Die eine Mille haben wir eigentlich, haben wir gar nicht mehr so viel. Die eine Mille haben wir eigentlich immer, um hier die Minen und Sammler weiterzumachen. Ich hoffe, das Update gefällt euch eigentlich genauso gut wie mir. Wenn ja, dann schreibt es mir ruhig in die Kommentare, was euch gefällt, was euch missfällt oder was ihr vermisst. Ich meine, ich vermisse im Moment noch einen Baum. Mal sehen. Das Dusselige ist, an den Bäumen steht leider nie dran. Das ist der 2017 Baum, das ist der 2015 Baum und so weiter. Deswegen wird es sicherlich schwierig, diesen neuen Baum irgendwo mal zu identifizieren. Es soll ja einen neuen geben. Gesehen habe ich ihn allerdings noch nicht, beziehungsweise noch nirgends, aber kommt sicherlich früher oder später. Ich bin gespannt, was es hier noch für Events und für Angebote gibt, beziehungsweise was es vor allen Dingen noch für Events jetzt gibt bis zum Jahresende. Im Shop gibt es natürlich auch ein bisschen was, aber das ist, sage ich mal, normal, dass man das hier so bekommt. Schon wieder gute Updates, ne? Wir lassen mal die Finger weg. Lassen wir besser die Finger weg. Also, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von der neuen Belagerungsmaschine haltet. Ist der neue Drachen, der Superdrachen, zu stark im Moment? Muss er wieder gleich zu Anfang weggenervt werden oder kann man den erstmal so brauchen im Clankrieg? Wenn ja, dann schauen wir mal weiter. Und ich verabschiede mich. Haltet die Ohren steif. Bis dahin, euer Toto. Clashed.